Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP. Direkt aus dem Trickreich melde ich mich. Ja, wir gehen nochmal zurück diesen Weg entlang und gehen mal endlich hier in dieses Fitnesscenter hinein. Und der Typ, der uns dort erwartet, ist auch ein sehr, sehr komischer Typ. Aber gut, reden wir mal mit dem Bodybuilder. Das muss ja sein. Oh Mann. Hallo, ich bin Mal und das hier ist mein Freund Flax. Geh doch schon her, mein schieres Gewehr. Zwei spülerige Dachlauten haben sich aus Versehen in mein weltberühmtes Sportstudio verirrt. Ihr beide sucht bestimmt den Klamottenladen weiter unten auf der anderen Straßenseite. Ihr könnten gar nicht verföhnen. Draußen hängt der Schild, kommt rein, Mädels, wir haben auch Kindergrößen. Okay. Lassen Sie mich raten. Sie sind Jim? Oh, da schau her, da bin ich aber überrascht. In Ihrem kleinen Schimpansenkopf arbeitet ja wirklich ein winziges Hirnderl. Eigentlich hat sich die Entwicklung meiner Spezies schon vor langer Zeit von der Schimpansen abgespalten. Wir benutzten Werkzeuge, haben Gemüse gezüchtet und kleinere Säugetiere domestiziert, wie etwa Hunde. Haha! Während der Schimpansenmann Gemüse züchtet, habe ich mir Muskeln anzüchtet. Ich glaube, er hat keine Ahnung, wovon ich geredet habe. Genau! Ja. Also was ist denn so Großartiges an diesem Studio dran? Was ist an diesem Studio dran, fragt der dünne Mädelmann. Meine Technik hat hunderten Käufen, stärkere, weniger bedauernswerte Individuen zu wehren. Natürlich ist kein Schüler meiner eigenen Kraft auch nur nahe gekommen. Natürlich. Aber alle meine Kunden sind, wenn sie aus dieser Tür marschieren, ohne weiteres in der Lage, schlappe Schwächlinge wie euch ins Hinterteil zu treten. Wie beispielsweise dieser Seemann neulich. Ich habe ihn auf eine reine Spinatdiät gesetzt. Den solltet ihr jetzt einmal sehen. Habe ich sogar, glaube ich. Ihr wisst, worauf hier angespielt wird. Gut. Was ist das für eine große Maschine da in der Ecke? Ihr steht vor der ultimativen Bodybuilding-Maschine, dem Pumpotron. Die macht garantiert auch aus dem schwächlichsten Loser einen kraftvollen Vertreter der Menschheit. Hey Mal, hör gut zu. Anscheinend gibt es für dich doch noch Hoffnung. Feucht geraten, Sauerbroten. Die Maschinen sind nur für Clubmitglieder. Großartig, okay. Ich schätze, dann werden wir wohl einfach dem Club beitreten. Wieder feucht, du Floschenhäus. Mitglied wird man hier nur auf Einladung. Meine Einladung. Und wir sind nicht eingeladen. Gut gewusst, du Hühnerbrust. Wozu steht hier der ganze Turnkram rum? Das ist meine ganz persönliche Ausrüstung. Damit demonstriere ich meine Anmut und Geschicklichkeit. Wenn Sie mich fragen, sehen diese ganzen Stangen und Dingstars irgendwie gefährlich aus. Für einen ungeschickten Schlappenaffen wie dich? Ja. Aber für mich ist die ganze Übung so leicht wie das kleine Einmaleins. Sagen Sie mal, Jim, ich habe mich gefragt. Ach, wohl eher nicht. Was hast du dich gefragt? Sprich dich aus, du schlappe Maus. Naja, ich habe mich nur gefragt, ob Flax und ich vielleicht mal Ihre Übung sehen könnten. In Ordnung, Kameldung. Eine kurze Demonstration kann nicht schaden. Jetzt wird's episch. Oh Mann, ich kann's kaum erwarten. Aufgepasst. Na, wie war's?
Wow, das war großartig. Sie könnten weltberühmt werden. Ich meine, jeder Zirkusbesitzer würde für so eine Hundenummer doch liebend gerne einen Mord begehen. Ja. Tja, langsam wird es Zeit für uns. Hey, wir müssen mehrere Monate hier verbracht haben, in Hundejahren gerechnet. Keine Klugscheißersprüche, Schlappnudel. Oder ich hab keine andere Wahl, als dich in einem Fettklumpen mit Zähnen zu zerschlagen. Ja, ist gut, Arnie. Na gut. Gucken wir uns das hier nochmal an. Geht das überhaupt? Schnurrer, du Schnecken! Ja, ja. Was passiert, wenn wir hier dran gehen? Keinen Schritt weiter, du Wurm. Diese Maschine ist nur für Clubmitglieder. Du bist kaum würdig, sie anzuschauen. Ganz zu schweigen davon, ihren glänzenden Chrom zu berühren. Ja, ja, schon recht. Na gut, dann gehen wir halt wieder raus hier. Aber schön, dass wir Jim mal kennengelernt haben. Ist doch nicht wunderbar. Oh Mann. Ich bin begeistert. Warte mal. Können wir das noch ansehen? Nee, können wir nicht. Alles klar. Holdes Trickreich. Ja. Holdes Trickreich. Ja, ja. Okay, gehen wir mal ins Niedertrickreich. Warum nicht? Was erwartet uns denn dort? Das Whack Me Kaufhaus. Oh. Ah. Na gut, alle guten Dinge sind vier. Ah. Oder auch nicht. Wie wär's, wenn du dieses Mal vorgehst? Es ist viel lustiger, dir beim Versagen zuzusehen. Danke vielmals, alter Freund. Na. Hier konnten wir doch irgendwie die Zeiger verstellen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wann genau endete die Schicht von diesen Typen nochmal. Ah. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ah, verdammt. Ah. Dreht sich etwas zu weit für meine Begriffe. Ich meine 5:30 oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Machen wir es so richtig? Ja, ich glaube, das war's. Aber irgendwas fehlte noch. Ja, ich glaube, so alleine konnten wir das nicht machen. Wie konnten wir das dann gleich noch erledigen? Gehen wir mal erstmal hier den Weg lang. Gut, dann müssen wir das mit der Uhr... Hoppala. Später nochmal machen. Habt ihr das hier gesehen? Na sowas. Der Geier. Geier machen mich nervös, wenn sie so rumhängen. Flachs. Schade. Nehmen wir mal das Schild. Das war so klar. Ich glaube nicht, dass der Geier sich darüber sehr freuen würde. Ach, was der Geier will, ist mir völlig egal. Dann halt nicht. Dann setzen wir dem guten alten Mal doch mal den Flachskopf auf. Sieht das nicht schön aus? Na gut. Geier machen mich nervös, wenn sie so rumhängen. Können wir den Typen irgendwie verscheuchen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Gut, funktioniert nicht. Hätte ja sein können. Willst du Fisch? Ich glaube, er bevorzugt rotes Fleisch.
Ich glaube, er bevorzugt rotes Fleisch. Das ist doch rot. Naja, aber Fisch ist ja bekanntlich kein Fleisch. Warum auch immer. Ja. Gut, dann geht das auch noch nicht. Aber dann haben wir jetzt zumindest mal das ganze Trickreich gesehen. Vorerst mal. Ich würde von daher mal vorschlagen, wir gehen wieder zurück nach Niedlingen und in die Bar. Na Gott, dieses Akro-Eichhörnchen. Was haben wir hier eigentlich? Eine Pfefferschote. Ich kann die Pfefferschote nicht pflücken, solange mir dieser Dornbusch im Weg steht. Und vielleicht kein Flachs ist. Hey, Flachs. Ich hasse Schmerzen. Würdest du dich bitte freundlicherweise von diesem Dornengestrüpp aufspießen lassen und mir die Pfefferschote pflücken? Nur zwei Worte. Auf gar keinen Fall. Ja. Dann halt nicht. Ja, dieser Ton hat perfekt gepasst. So. Gehen wir halt... Oh Gott, Fluffy, bloß an Fluffy vorbei, bloß an Fluffy vorbei. Mit Fluffy will ich nichts zu tun haben. Konnte man das irgendwie abkürzen? Nee. Na gut, so lang sind die Wege ja nicht. Okay, gucken wir mal. Hier, Leute, ist das Telefon. Welche Nummer oder Farbe man hier wohl wählen muss. Gut, also wir erinnern uns, es war blau. Dann lila. Und lila mischt man ja bekanntlich aus rot und blau zusammen. So, dann rot. Dann orange, das mischt man ja bekanntlich aus gelb und rot zusammen. Dann gelb. Dann grün, und das mischt man ja bekanntlich aus gelb und blau zusammen. Und dann zum Schluss wieder orange. Ring, 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 ring. Willkommen bei Wackmies lustigem Ratespiel. Schwarz-Weiß ist heiß. Mitmachen ist kinderleicht. Hören Sie sich einfach die jeweilige Frage an und wählen Sie dann mit Ihrem Farbtupfon die richtige Antwort aus. Bereit? Frage 1. Welche Farbe hat Jims Fell? Blau. Hallo? Frage 2. Welche Farbe haben die Fischschwänze oben am Örtchen? Oh, die waren gelb gewesen, oder? Ja, die waren gelb. Frage 3. Welche Farbe findet sich außer Weiß noch in Fauchs Fell? Das war bestimmt rot. Frage 4. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der rechten Schulter einer Patrouillenuniform des örtlichen Sicherheitsdienstes findet? Oh, weia, das ist jetzt fies, weil der hatte sowohl einen gelben als auch einen roten Fisch auf seiner Schulter gehabt. Oh, wo? Links war gelb und rechts war rot? Oder ich weiß es leider nicht mehr genau. Probieren wir es mal mit... Ja, probieren wir es mit gelb. Frage 5. Ah, scheint zu stimmen. Welche Farbe hat Clefs Halsband? Oh Gott. Clef? Wer war nochmal Clef? Nehmen wir nochmal rot. Und unsere letzte Frage lautet... Welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Jims Gym weist? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich glaube, das war auch rot. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Wir probieren's. Verdammt. Leider nicht alle unsere Fragen richtig beantwortet. Aber versuchen Sie es doch mal nochmal. Ah, gut. Deswegen musste man sich also richtig im Trickreich umsehen. Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber gut.
Beim nächsten Mal schaffen wir das. Dann machen wir dieses wunderbare Quiz hier. Und dann schauen wir mal, was draus wird. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk LP. Der das Spiel jetzt beendet. Genau jetzt.